Es war jetzt wirklich notwendig nach 1,5 Jahren. Ich wollte den Besuch ja schon gleich nach meinem Amtsantritt als Vorsitzender machen. Jetzt ist es gelungen und es war ein sehr guter Austausch mit dem Vorsitzenden der polnischen Bischofskonferenz, dem Erzbischof von Posen und anderen Mitgliedern der Konferenz. Wir haben wichtige politische Themen miteinander besprochen. Die Frage des Friedens in Europa und weltweit angesichts der Krisen in der Ukraine und an der belarussischen Grenze. Die Not der Migranten war uns wichtig zu besprechen und dann natürlich die innerkirchlichen Fragen. Zu diesen Fragen, die Kirche betreffend, gehörte natürlich ein Austausch über die Situation der Kirche in Polen und der Kirche in Deutschland. Die Frage des Missbrauchs, der Vertuschung, die schwer auf uns lastende Thematik ist in beiden Kirchen sehr deutlich zu spüren und trägt Veränderungen an. Und das war dann das Thema auch, synodaler Weg in Deutschland. Da gibt es Vorbehalte in Polen, wie wir das machen, was wir da machen. Da war es gut, aus erster Hand informieren zu können, dass wir hier Probleme bearbeiten und nicht neue Probleme schaffen wollen. Und zugleich war die Frage des synodalen Weges weltweit, zu dem Papst Franziskus eingeladen hat, etwas, das uns sehr verbunden hat. Ein geschwisterlicher Austausch, der wirklich fortgesetzt werden soll, das ist unser Wunsch, mit dem fliege ich nach Hause. Und das war eine gute Zeit.